Hey Leute, willkommen zu ARK und dem drei Tage bärtigsten Charakter, den es gibt. Und heute zeige ich euch, wie man tamet, ja, ein kleines Taming-Tutorial, weil das ist tatsächlich gar nicht so selbsterklärend. Und was ihr bei ARK braucht, ist gute Vorbereitung, ja, das solltet ihr euch stets vor Augen führen. Ja, gute Vorbereitung ist der halbe Tame, besonders wenn es an etwas größere Tiere gibt. Als Faustregel kann man sich merken, umso größer das Tier, umso schwerer der Tame. Dazu aber gleich mehr. Wichtig ist, was ihr braucht, sind folgende Sachen. Entweder eure Fäuste oder ein Bogen und oder ein Crossbow. Ich empfehle den Crossbow, weil der schießt auch unter Wasser, aber für den Anfang werdet ihr nur den Bogen haben. Ihr braucht Narcoberries. Ihr braucht, je nachdem was ihr fangen wollt, einen Pflanzenfresser oder einen Fleischfresser, braucht ihr normale Berries. Eigentlich egal welche, außer diese weißen, ich glaube sie heißen Stimberries, die würde ich nicht empfehlen. Die geben, glaube ich, am wenigsten Wert. Die besten sind so lilane Beeren, Mayo Berries, aber da tut sich tatsächlich nicht viel. Also Hauptsache Berries, Narco Berries und ja, wenn ihr einen Fleischfresser haben wollt, braucht ihr Fleisch und keine Berries. Einleuchtend. Was ich euch wirklich empfehlen kann, also wenn ihr nicht gerade wirklich ganz am Anfang steht und nur Narcoberries besorgen könnt, Narcoberries kriegt ihr halt, indem ihr durch die Wildnis läuft und das Zeug wild von den Sträuchern abreißt, empfehle ich euch, Narcotic herzustellen. Narcotic ist sehr, sehr cool und kann recht früh hergestellt werden. Ja, ihr seht hier, das sind die Anfangs-Items, die man lernen kann. Und was ihr braucht, ist der Mörser und ihr braucht die Narcotics. Das Schöne dabei ist, dass es auch recht gut XP gibt. Also pro hergestelltes Narcotic gibt es, glaube ich, 2 XP, was für den Anfang sehr, sehr viel ist. Also wenn ihr so 100 Narcotics herstellt, uiui, seid ihr direkt mal ein paar Level ab. So, was ihr für Narcotic braucht, sind diese Narcoberries, 5 Stück. Ja, lege ich hier in den Mörser. Und ich brauche ein Spoiled Meat. Ein Spoiled Meat. Ja, das war's auch schon. Ne? Und dann kann ich hier mit 5 Narcoberries und einem Spoiled Meat ein Narcotic herstellen. So, und ihr werdet direkt sehen, ich kriege jetzt 2 XP dazu. So, das ist ziemlich gut. Es sieht jetzt so wenig aus, weil ich schon Level 72 bin, aber das ist sehr, sehr viel für den Anfang. So, jetzt habt ihr Narcoberries. Sagen wir mal, ihr habt einen Bogen. Dann braucht ihr Track Arrows. Track Arrows sind nichts anderes als normale Pfeile, die ihr mit Narcotic bepinselt. Ja, das könnt ihr ganz einfach craften, indem ihr den normalen Stone Arrow habt und ein Narcotic und das könnt ihr herstellen. Must have. So, und jetzt zeige ich euch auch direkt mal, wie man einen fängt. Okay, da sind wir auch schon und ich habe mein Ziel gefunden. Ich suche mir etwas ganz Leichtes raus, damit ich es euch schnell zeigen kann. So, wie gesagt, eine Möglichkeit wäre, bei so kleinen Dinos sollte das noch funktionieren, dass ihr sie mit der Faust betäubt. Ja, oh, Level 4, das wird funktionieren. Weil in dem Spiel ist es so, jeder dumpfe Schlagschaden, ja, auch manche Dinos erzeugen den, betäubt. Ja, und bei so einem kleinen Dino oder einem Dodo reicht es, wenn ich mit bloßen Fäusten drauf schlage, um ihn so zu betäuben. Weil dieser Dino ein extrem klein Torpor-Wert hat. Also so ein Betäubungswert ist das, der euch halt sagt, wie viel der Dino aushält, beziehungsweise wie lange er ohne Narcotics auskommt. So, lange Rede, kurzer Sinn. Das hier ist ein Fleischfresser, ein Dilophosaurus. Da, ups, da werden wir auch mal schnell nachgucken. Und zwar haben wir ja einen Level 4er gefangen, können wir direkt mal hier eingeben. Den Taming Calculator kann ich euch einfach nur ans Herz legen, weil wie gesagt, gute Vorbereitung ist der halbe Tame. Ein Level 4er würde mich 11 Raw Meat kosten, 6 Minuten und 1 bis 3 Narcotics. Das ist ja nichts. So, und um das zu erreichen, gehe ich einfach zu dem hin. Ne? Ihr seht hier die 2 Balken, einmal der Betäubungswert und einmal Put Food in Inventory to Tame. So, und das machen wir jetzt auch. So, das heißt, ich packe ihm einfach das Fleisch rein, rohes Fleisch, und ich hau ihm, gut, weil es so ein kleiner ist, nur ein paar Narcoberries rein. Das wird reichen. Die Narcoberries reichen in dem Fall, da er hier, seht, nur 88 hat und der, und das hier gibt 4, habe ich glaube ich gesagt. Ne? So, ja. Wichtig ist bei den Narcoberries, ihr müsst ihm das selber füttern. Das heißt, das wird er nicht von selber nehmen, das Fleisch nimmt er von selber. Aber die Narcoberries müsst ihr mit Remote-Use-Item ihm zuführen. Ja, ihr könnt ihm auch direkt ein paar mehr geben. Der Wert wird steigen, müsst ihr euch keine Sorgen machen. Ne, alternativ könnt ihr hier auch dieses Narcotic benutzen. Das Narcotic ist jetzt für den kleinen Dino fast overpowered. Ja, also ich gebe ihm 1 und es wird direkt die Hälfte des Balkens auffüllen. So, ihr seht direkt unten, dass dieser Taming-Faktor steigt.
Ja, und das bedeutet eigentlich, dass er gedankt wird. Ja? Das war's auch schon. Wenn dieser Balken voll ist, gehört er mir. So, während ich tame, muss ich aufpassen, dass sich hier kein Räuber in der Nähe befindet, der den Dilo als Futterressource sieht. Ich habe hier vorhin gesehen, da ist ein anderer Dilo. Der wird den nicht angreifen, weil, naja, das Prinzip bleibt gleich. Solange der Dino, den ihr tamt, nicht ins Beuteschema des Raubtieres passt, wird er ihn nicht angreifen. Heißt allerdings auch, wenn ihr so etwas Kleines tamt, wie ein Dodo oder ein Flugvogel oder sowas, habt ihr ganz schnell mal irgendwie einen Raptor oder einen Dilo oder irgendwas anderes am Arsch. Also da müsst ihr aufpassen. So, hier kann ich eigentlich schon fast weggehen, weil, der scheint hier ja ziemlich zufrieden zu sein mit dem anderen. Ihr solltet aber sicherstellen, und zwar, das werde ich jetzt mal machen, dass ihr genügend Fleisch drin habt, weil sobald der Wert, sobald kein Fleisch mehr drin ist bei dem Kollegen hier, das war mit Verfolgungspfeilen, weil ich gerade nichts anderes parat habe. Aber ja, kein Problem. Ist ja ein kleiner Dino, wenn ich viel ausseht, auch der ist schon betäubt. Könnte ich jetzt auch tamen, mache ich aber nicht. Wie gesagt, wichtig ist, dass er niemals nichts zu essen hat. Weil dann wird dieser Taming-Balken ganz, ganz schnell wieder auf Null fallen und all die Arbeit war umsonst. So, was jetzt bei dem hier nicht viel bedeutet. So, das waren die Fleischfresser. Natürlich müsst ihr, wenn ihr auf einen Pflanzenfresser geht, ich habe hier glaube ich auch vorhin einen gesehen, müsst ihr bedenken, der will natürlich kein Fleisch essen, der will Beeren essen, ne, der ist da. So, und so ein großes Tier hält natürlich auch dementsprechend deutlich mehr Pfeile aus. Hier würde ich es nicht mehr schaffen, den mit bloßen Fäusten zu einzuschläfern. Ja? Dafür ist er ein bisschen zu mächtig. Ja. So, gefährlich ist es natürlich, wenn ihr nicht so viel Defense habt oder nicht so viel HP, kann euch so ein Tierchen schnell mal erlegen. Aber ihr seht, das Betäubungsmittel hat gewirkt und auch er schläft. So, gleiches Prinzip wie vorher. Kotix rein, Beeren rein, Beeren rein. So, und die wird er auch direkt anfangen wegzusnacken und damit wird der Taming Wert steigen. Hier müsst ihr allerdings natürlich beachten, hier seht ihr auch, dass der Taming-Wert deutlich höher, also dieser Betäubungswert deutlich höher ist. Dementsprechend kann ich mir auch mehr Zeit lassen, durch die Gegend zu laufen und eventuell noch ein bisschen Ressourcen nachzufüllen. Ja? Hier zum Beispiel, ich würde sagen, ich habe ja zu wenig Beeren, um den zu tamen, heißt, ich laufe jetzt hier schnell rum, sammle noch ein paar Beeren, finde noch ein paar Narco-Berries. Das sind diese lilanen Mayo-Berries, die sind, glaube ich, das Beste als Food, aber naja. So, ne, der Kollege ist gleich fertig, muss ich mich eigentlich nicht mehr drum kümmern, der kommt allein über den Berg. Und den hier würde ich mit dem, was ich so bei mir trage, nicht schaffen. Ja, also wie gesagt, gute Vorbereitung ist alles. Ja, ihr seht auch schon, es dauert deutlich länger. Hier würde ich halt auch empfehlen, mal im Taming Calculator nachzugucken. Ihr seht, das ist der Trike Level 40. Und das Ding würde mich 2 Stunden 15 dauern, nur mit Berries. Wenn ich Kibbel hätte, würde es 27 Minuten dauern. Ja, das ist natürlich deutlich besser. Allerdings die Kibbelherstellung ist nicht ganz so einfach. Dazu will ich euch noch ein kleines Video zeigen. Ich verlinke das hier irgendwo. Werde ich noch machen. Und ja, so viel dazu. Das ist jetzt, dazu muss man auch sagen, das ist der sogenannte gewaltsame Tame. Ja, also mit Gewalt fange ich mir den jetzt. Es gibt 3 Dinos, die eine Ausnahme machen. Und zwar kann man die nur fangen, indem man ein... Jetzt klingelt es natürlich, ne? So, Entschuldigung. Indem ihr einen gewaltlosen Tame macht. Und wie das geht, zeige ich. Und wie das geht, zeige ich euch jetzt. Okay, ich habe unseren Kandidat gefunden. Und zwar einer von den 3 Dinos, die ich gerade erwähnt habe, ist dieser hier, ja, der Giganto irgendwas. Und zwar die Dinos, die man friedvoll tamt, das ist der hier, das ist der kleinere Affe und das ist der Ichisaurus, ja, das ist so ein Delfin-Verschnitt.
hier ist die Besonderheit, dass ihr ihn nämlich nicht anschießen dürft. Ja, sobald ich ihn hier versuchen würde, benommen zu machen, es würde zwar klappen, aber ich könnte ihn nicht tamen, ich könnte ihn nicht füttern, so wie die anderen. Hier brauche ich sein Futter. Ja, er frisst Pflanzen, ja, also Berries, kein Fleisch. Fleisch braucht nur dieser sogenannte Ichi, ja, der Delfin. So, und wichtig ist, dass ihr diese, das Futter in den letzten Slot packt. Ja, auch der hier kann mit Kibbel getamed werden. Aber das habe ich jetzt nicht parat, ne, aber es würde deutlich schneller gehen. Und auch hier könnt ihr den Taming Calculator benutzen. Ich glaube, das ist der hier. Nee, ist nicht der hier. Ja, sowas hier. Ihr seht, hier steht auch direkt Non-Violent und auch hier wird euch die Zeit angezeigt und wie lange ihr braucht und so weiter. Also, zurück zu den Fakten. Da. Ihr habt, wie gesagt, die Berries im letzten Inventarslot in eurem Gürtel drin. Und dann müsst ihr euch dem Tierchen einfach nur noch vorsichtig nähern. Bis, ja, seht ihr da? Da steht's. Feed Azul Berry to Tame. Zack, habe ich ihm jetzt gefüttert und schon geht das Taming los. Bei dem müsst ihr hier ein bisschen aufpassen, und zwar bei dem kleinen Affen, bei dem Itchy ist es so, wenn ihr ihn berührt, wird er weglaufen. Bei dem hier ist es so, wenn ich den berühre, also dem zu nahe komme. Hallo? So. Wird er direkt aggressiv. Ja? Das heißt, ihr müsst euch ganz, ganz vorsichtig an die Tiere nähern, um sie dann zu tamen. So, und das war's auch schon. Ne? Und das macht ihr die ganze Zeit, bis er euch gehört. Ja, das werde ich jetzt nicht machen, weil das dauert bei dem hier bestimmt. Ihr habt gesehen, diese kleine Beere hat ihm fast nichts gegeben. Müsst ihr das bestimmt 200 Mal wiederholen oder so. Also für mich würde relativ nicht lohnenswert. Ja, das würde ich zum Beispiel erst machen, wenn ich Kibbel habe. Ja, und das war's eigentlich auch schon. Ne? Das war der aggressive Tame, der nicht aggressive Tame oder nicht gewaltsame Tame. Und was ihr euch halt vor Augen führen solltet, ist, dass ihr euch wirklich gut vorbereiten müsst. Also wenn es an etwas Größeres geht, ja, zum Beispiel an einen T-Rex, ja, und selbst wenn der nur Level 12 hätte, würde mich das Ganze, wenn ich nur rohes Fleisch benutze, 3 Stunden 30 dauern. Und ganz ehrlich, die Zeit habe ich nicht. Mit Kibbel 45 Minuten. Machbar. Alternativ gibt es auch dieses Prime Meat. Das Prime Meat erhaltet ihr nur von größeren Tieren, Raubtieren und zum Beispiel Brontosauriern oder halt diese ganz großen Klopper. Stego ist, glaube ich, das erste, was ihr so killen könnt, was euch Prime Meat gibt. So, das Prime Meat wird bevorzugt, also es, ihr haut einfach einen Stack Raw Meat rein und dann nach und nach Prime Meat. Ja, der Dino wird Prime Meat immer bevorzugen und das zuerst essen. Und ihr seht, ihr könnt in der Regel die Zeit bei Fleischfressern auf ein Drittel verkürzen. Das ist schon ziemlich effektiv. Ihr braucht auch hier zum Beispiel nur 35 Prime Meat. Dazu muss ich allerdings sagen, Prime Meat zu kriegen ist A, nicht ganz so einfach und B, es verdirbt sehr schnell. Ja? Also Prime Meat hält, glaube ich, in eurem Inventar vielleicht 3, 4, 5 Minuten, im Inventar des Dinos vielleicht 10 Minuten. Das heißt, ihr seid eigentlich dabei, wenn ihr jetzt hier den Tame macht, kontinuierlich für Nachschub an Prime Meat zu sorgen. Und wenn ihr nicht gerade zu zweit oder zu dritt seid, ist es sehr schwer, nur mit Prime Meat zu tamen. Was ich glaube, ich noch nicht erwähnt habe, ist das Taming Effectiveness Level. Das zeige ich euch auch mal kurz. Ja, bleiben Sie stehen, bleiben Sie stehen. Zack. So, das Taming Effectiveness Level sagt uns nämlich, wie viele Level der Dino nach dem Tame dazu kriegt. Und das ist abhängig vom Grundlevel des Dinos und abhängig vom Futter, das er kriegt. So, das heißt, dieser Dino ist jetzt Level 8. Und er würde, wenn alles perfekt laufen würde, jetzt, da steht es, Taming Effectiveness, plus 3 Level dazu kriegen. Also wenn das Tame fertig ist, Level 11. Das ist allerdings, wird allerdings nicht der Fall sein, weil dieser Wert, dieser Taming Effectiveness geht kontinuierlich runter mit jedem Mal, dass er frisst. Und abhängig von dem Futter, das er hat, wird dieser Wert schneller oder langsamer sinken. So, das heißt, wenn dieser Dino jetzt 120 wäre, würde er anstatt 3 Level, würde er 30, 40 Level dazu kriegen. Mit Kibbel sogar, ich glaube, 50. Und mit Kibbel
würde dieser Wert halt ganz, ganz langsam sinken und der wäre am Ende des Tames, hätte er immer noch plus 30, 40, 50 Level. Hier wird es nicht der Fall sein, wenn ich es nur mit Berries mache. Also wenn er jetzt 120er wäre, würde ich vielleicht am Ende plus 4, 5, 6 oder 10 Level dazu kriegen, weil ich ihm halt minderwertiges Futter zuführe. Und das war es auch eigentlich schon alles, was es über Taming zu wissen gibt. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, beantworte ich die gerne. Ansonsten schaut euch das Kibble-Tutorial an. Ciao.